Es war die erste WWE-Woche im Februar. Mit Raw und SmackDown schreiten wir weiterhin voran auf der Road to WrestleMania, beziehungsweise am Anfang dieser Road. Gut 6 Wochen sind es ja noch bis zur Mania-Woche. Vorher stehen aber noch 2 WWE-Großveranstaltungen an. Einmal Fastlane und Elimination Chamber. Wir haben Raw und SmackDown auch diese Woche geguckt und wir werden es auch diese Woche wieder besprechen. Wenn ich sage wir, meine ich natürlich meine Wenigkeit und den Björn. Guten Morgen, Björn, um 7.12 Uhr an diesem etwas bei mir verschneiten Mittwoch. Hey, yo, morgen zusammen und hier schneit es zum Glück nicht, da bin ich sehr froh drüber, sonst müsste ich wahrscheinlich jetzt draußen sein und Schnee schippen um diese Uhrzeit. Und etwas müde. SmackDown hat es auch nicht geschafft, mich jetzt richtig wach zu rütteln und von daher gehen wir diese Monday Night War und SmackDown Review mal gemeinsam an. Allerdings muss ich sagen, diese Woche, also wenn ich so ein kleines Vorfazit nehmen darf, beide Shows haben mich jetzt nicht wirklich aus dem Hocker gehauen und es war sehr, 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 sehr viel dabei, was einfach okay war und Durchschnitt war. Und eine Sache, die mich so richtig gestört hat, aber darauf kommen wir ja gleich zu sprechen. Genau, würde ich auch sagen. Kannst du nochmal kurz Review sagen? Review. Sehr schön. Und wir starten mit Raw oder wie du es sagst, dein Einsatz. Monday Night War. Genau. Vertragsunterzeichnung von Samoa Joe, der hier badass im Anzug erstmal rausstolziert ist. Der Main Event Mafia Joe von TNA wiederbelebt quasi. Mick Foley war gar nicht begeistert davon, dass hier ein Samoa Joe von NXT reinkommt und den Auftrag storyline-mäßig bekommt, Seth Rollins sein Talent quasi zu verletzen. Steph dafür umso mehr begeistert. Joe hält eine sehr starke Promo. Roman Reigns kommt dazu und 2 Samoaner geben sich einen Stare-Down. Das gab es dann auch als Main Event, als Paarung an diesem Abend, Björn. Willst du jetzt nur über das Eröffnungsmoment reden oder reden wir jetzt auch quasi direkt im Main Event quasi mit? Wir können erstmal nur über das Anfangssegment reden, weil generell muss man ja sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Anzug-Joe, ich kann den ja einmal extrem feiern und wenn ich mir vorstelle, dass da Stephanie, Triple H, Samoa Joe, Dash und Dawson so alle nebeneinander im Anzug stehen, also ich weiß nicht, da... Also es macht mich schon wuschig, muss ich sagen. Ja, das ist schön, dass ich das wuschig mache. Also mit Samoa Joe im Anzug habe ich gar kein Problem. Die Figur, die er allerdings dann damit darstellen soll, und zwar ja der neue Authority Guy, damit habe ich echt ein großes Problem. Und da werde ich aber mehr im gleichen Main Event noch zu sprechen kommen. Ich meine, das Eröffnungsmoment war halt natürlich wieder, naja, Mick Foley sieht halt in Anführungszeichen ein bisschen aus wie der Depp gegen Stephanie McMahon, muss man ganz klar sagen, in seiner Rolle. Das ist halt auch nicht sehr, sehr glücklich gewählt, so als Hall of Famer irgendwie, wie ich finde. Und auf der anderen Seite muss man natürlich aber sagen, dass der Stephanie McMahon natürlich vollkommen recht hat und Mick Foley natürlich aber trotzdem einen Job machen muss und Samoa Joe doch bitte ordentlich anzukündigen hat. Nein, wollte ich nur auch mal so anwähnen. Und dass Roman Reigns dann rauskommt und erzählen möchte, dass er doch der größte Bad Guy hier wäre in der WWE und so, das ist natürlich... Oh, da kommen mir die Tränen, in Anführungszeichen. Und den Rest kritisiere ich dann gleich mal zum Main Event, würde ich sagen. Vor dem Main Event gab es noch, was wir kurz anschneiden, ein Handicap-Match. Und zwar ein sehr, sehr krasses Handicap-Match. 4-on-1. Braun Strowman haut 4 lokale Talente weg. Und das mit Leichtigkeit. Und es wurde ja auch immer wieder gesagt, dass Braun Strowman Konkurrenz wollte. Er hat immer wieder Mick Foley angegangen, hier, gib mir Konkurrenz und so weiter. Hier hat er sich dann mal wieder aufgeregt, weil 4 Leute ihn nicht stoppen konnten. Er schnappt sich ein Mic und sagt, Foley, jetzt schnappe ich dich hier, so, jetzt bist du dran, irgendwie sowas. Dann geht er aber nur zu Foley und es wird das Match Reigns gegen Strowman für Fastlane angekündigt. Und Strowman haben wir dann auch nochmal im Main Event gesehen, wie er Roman Reigns verprügelt hat nach dem Match. Das ist jetzt also hier quasi die Fehde für Fastlane, die man schon im Royal Rumble aufgebaut hat. Habe ich prinzipiell kein Problem damit. Die Frage ist bloß, will man den Roman Reigns jetzt echt dazu nutzen, einen Braun Strowman schlagen zu dürfen, um ihn eben noch mehr zu pushen und noch mehr zu stärken, unter anderem auch für sein Match gegen den Undertaker bei Mania, Björn? Also erstmal zum, auch mal der Reihenfolge nach. Also das 4-in-1-Match
kann man machen. Ich meine, die vier Clowns da im Ring, ja, die darf man mal kurz abfrühstücken, zeigt immer, wie stark er ist, falls die Leute das vergessen haben oder die letzten Monate nicht zugeguckt haben oder so, kann man das von mir aus bringen, wenn man da nichts anderes machen möchte. Ist in Ordnung. Dass er sich danach das Mic schnappt und total wütend erzählt, dass er sich jetzt Mick Foley schnappen wird. Und dann rennt er nach hinten und man sieht, die Kamera verfolgt ihn und dann findet er Mick Foley und hält dann ein nettes Pläuschchen mit ihm. Das ist natürlich irgendwie, naja, weiß ich nicht, passt nicht so ganz. Also ich meine, das war ja eigentlich, also wie er rüberkam im Ring, hat man gedacht, okay, der wird ihn jetzt in Stücke zerreißen und Mick Foley braucht jetzt auf jeden Fall da Security, keine Ahnung was. Und dann kommt der kleine Kuschelbär da an und unterhält sich einmal ganz nett mit Mick Foley, ja. Das hat überhaupt nicht gepasst. Und ja, die Fehde mit Roman Reigns, Roman Reigns. mit Ja. Roman Reigns, ja. Ich verstehe das, also es können eigentlich da beide nur mehr oder weniger als Verlierer rausgehen. Also sollte Reigns der Mann sein, der jetzt Braun Strowman wirklich da clean besiegt oder so, kriege ich einen Rappel oder so. Ich meine, die wollen doch mir jetzt sehen, dass die jetzt seit einem Jahr Braun Strowman aufbauen, um ihn an Roman Reigns vor WrestleMania zu verfüttern. Also das ist doch wohl, das kann doch wohl nicht sein. Also das können die nicht bringen. Auf der anderen Seite wird es dann wahrscheinlich irgendwie ein Fuck-Finish geben. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird, aber die dürfen auf gar keinen Fall Reigns da clean gewinnen lassen. Und auf der anderen Seite, es hört sich doof an, aber die werden natürlich auch niemals, glaube ich, dass Braun Strowman hier clean Reigns besiegen darf. Von daher wird das eh ja ein Fuck-Finish geben und dann irgendwas anderes enden, wo dann halt die Fehde für WrestleMania für die beiden aufgebaut wird oder so halt, aber. Naja, wenn beide nicht als Sieger rausgehen. Ich mag das überhaupt nicht. Also es riecht schon wirklich danach, ne, dass es hier zu einer Situation kommt, die für keinen einen wirklichen Gewinn darstellt, beziehungsweise wenn ein Roman Reigns Braun Strowman denn hier wirklich clean besiegen sollte, was wir dann auch in den nächsten Wochen sicherlich noch besprechen werden intensiver, dann heißt das natürlich, ne, dann, das ist schon ein klares Zeichen. Und dann hätte man aber, finde ich, auch sehr viel Potenzial verschwendet, weil es gibt mit Wetten, also ich könnte jetzt mit Wetten 10 Leute aufzählen, die davon mehr profitieren würden als ein Roman Reigns, by the way. Aber okay, das ist ja nur meine Ansicht zu diesem Der Thema. Taxler zum Beispiel? Der Taxer auf jeden Fall. Wenn der Taxer hier gewinnt, stell dir das mal vor, ey. Ja. Das wäre ja ein Traum-Szenario quasi. Aber man muss ja unbedingt den Herrn Reigns stark darstellen, weil das hat man die letzten Jahre sehr vernachlässigt. Sehr vernachlässigt, natürlich. Von daher verstehe ich das absolut, dass man genau das so vorhat. Und ja, dem Roman ist es natürlich auch mal zu gönnen, dass er endlich mal in seiner WWE-Karriere oben steht. Einer der unterbewertetsten Superstars der Geschichte. Der war nämlich auch dann im Main Event gestanden. Ist ja auch noch nicht oft vorgekommen gegen Samoa Joe, der hier sein erstes Raw-Match und seinen ersten Raw-Main-Event direkt damit bestritten hat. Also auch keine wirklich schlechte Quote hier. Joe zerstört Reigns schon vor dem Match, hat ein sehr gutes Showing bekommen, zumindest am Anfang. Das Ganze hat sich dann zu einem wirklich coolen Powerhouse-Match entwickelt, aber Reigns war, obwohl er dann vor dem Match schon attackiert wurde, kurz vorm Sieg, will seinen Superman-Punch durchladen, den Spear-Schrei ansetzen, aber Braun Strowman greift eben wie schon gesagt ein, führt hier seine Fehde weiter und Samoa Joe gewinnt mit dem Uranagi Suplex, wie er bezeichnet wurde. Kein Musclebuster hier zum Finish. Ich glaube einfach, weil es ein bisschen fixer gehen sollte, aber ich denke, der Musclebuster wird schon in den kommenden Wochen noch seine Verwendung finden. Samoa Joe gegen Reigns, das war wirklich eine coole Paarung, ein sehr, sehr cooles Match und hätte man das beim Pay-Per-View angesetzt, hätte ich mich darauf auch gefreut, glaube ich, weil das einfach echt eine schöne Ansetzung ist, aber die Darstellung von Reigns ist hier mal wieder nicht zu kurz gekommen, was man anmerken kann. Und Samoa Joe hat jetzt kein schlechtes Showing, aber auch kein wirklich brutales Monster-Showing, zumindest in Teilen zum Ende hin des Matches, wo ein Roman Reigns schon wieder absolut auf der Sieger geraten war, obwohl er eben vor dem Match attackiert wurde. Du bist mittlerweile so scheiße politisch korrekt, Emma. Das muss dich doch, Emma, ohne Mist, dieser Main Event muss dich doch zum Kotzen bringen als Wrestling-Fan, oder? Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht jetzt auch nicht objektiv, ja? Ich weiß es ja nicht, aber ich bin ja auch ein großer Samoa Joe-Fan, ja? Aber, ey, man bringt Samoa Joe hoch, ja? Dann war jetzt schon das Debüt, fand ich nicht allzu glücklich gewählt, ja? Und dann haben wir hier ein
potenzielles, also auf jeden Fall ein Match, was man ohne Probleme auf WrestleMania-Card packen könnte, ja. Samoa Joe gegen Roman Reigns. Das verballert man jetzt einfach als allererstes Match von Samoa Joe. Dann darf er sogar Roman Reigns vor dem Match komplett zu Brei schlagen. Nur damit Roman Reigns das 2 Minuten später einfach komplett no-sellt und Samoa Joe vorführt. Ich meine, das Match war bei Weitem nicht gut. Die beiden können viel, viel mehr und ist ja auch gut so. Ich meine, schließlich, wie gesagt, steckt in dem Match noch viel, viel mehr Potenzial. Aber Samoa Joe wurde doch hier nicht gut dargestellt und am Ende wäre Samoa Joe, obwohl er am Anfang ja diesen klaren Vorteil sich erschaffen hat, wäre er clean besiegt worden, weil er war quasi schon tot auf dem Boden. Bis dann halt der Kuschelbär rauskommt und Roman Reigns abfertigt. Also, was ist das denn für eine Scheiß-Darstellung von Samoa Joe? Und ja, so hat man es auf jeden Fall nicht geschafft, einen neuen Star zu etablieren. Also, das ist ja mal absoluter Dreck. Sorry. Also generell, er hatte ja durchaus auch in diesen Matchen nicht so schlechtes Showing, wie du es jetzt gemacht hast, würde ich sagen. Es war halt trotzdem natürlich verbesserungswürdig und auch ein Roman Reigns wurde halt wieder wie der absolute krasseste dargestellt. Und damit schießt man sich halt so ein bisschen selbst ins Bein und das stimmt schon, was du sagst, ne? Aber wenn man einen Superstar im Roster so krass raushebt, wie man das aktuell macht, einmal mit Roman Reigns oder auch mit Goldberg, was auch ein gutes Beispiel ist, dann sinken ja alle anderen neben diesem Superstar quasi so krass ab, dass man sie nicht mehr wirklich ernst nehmen kann. Und statt viele Stars zu kreieren, kreiert man dann einen Stars und den wollen die Fans dann nicht sehen. Und wenn die Fans den nicht sehen wollen und der trotzdem Face sein soll, dann herzlichen Glückwunsch. Da hat man so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber das nur so am Rande. Also es hätte besser sein können, vor allem das Showing von Samoa Joe, Björn. Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm wie du, dass es mich hier zum Kotzen gebracht hätte oder sonstiges. Nee, meinen Brechreiz habe ich noch unter Kontrolle gehabt. Ich meine, die Crowd war jetzt an diesem Abend eh komplett nicht da, ja. Aber ich meine, auch Samoa Joe hat auch an diesem Abend wieder keine großen Reaktionen gezogen. Das ist ja, möchte ich fast sagen, dass selbst Roman Reigns mehr Reaktionen gezogen hat, auch wenn die vielleicht nicht immer die positivsten sind, aber Ja, es ist Roman doch. Reigns zieht ja auch Reaktionen. Also, wenn hier jemand im WWE-Roster Reaktionen zieht, dann ein Roman Reigns. Das Ja, kann man ihm ja nicht. nur nicht die, die er bekommen soll, ja. Richtig, richtig. Also, aber er zieht die Reaktion und das ist ja. Also, das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, ne? Also, darum geht's ja im Endeffekt. Das ist ja bei mir sehr ähnlich. Ich ziehe ja auch sehr, sehr viele positive, aber auch sehr, sehr viele negative Reaktionen. Und Du das ist bist. besser, als gar keine Reaktion zu ziehen. Richtig, du bist die Kontroversität in Person. Und von daher. Ne, stehst du halt schon ab und zu mal so ein bisschen in der Diskussion, vor allem wegen deiner englischen Aussprache, aber wir sind ja hier tolerant, wir akzeptieren auch Jobber neben Boah, sind wir Main ein Eventer. deutscher Podcast? Genau, eben, von daher, also wir sind ein deutscher Podcast, aber wir haben sehr, sehr viele englische Begriffe und auch sehr, sehr viele englisch ausgesprochene Begriffe. Das stimmt, ja. Das ist natürlich den amerikanischen Sport so ein bisschen geschuldet. Das ist wohl richtig. Richtig, hast du den Super Bowl geguckt, wo wir gerade bei amerikanischer Sport waren? Aber sicher habe ich den Super Bowl geguckt und ich bin ja kein Football-Fan und ich bin ja so einer, ich gehe ja vor dem Match hin und entscheide mich dann kurz vor dem Match so, ah, wen finde ich denn da von den beiden Mannschaften cooler, ja? Und in dem Fall war es für mich relativ eindeutig, weil die eine Mannschaft war rot-weiß gekleidet und rot-weiß gekleidete Mannschaften mag ich persönlich eigentlich nie. Von daher Wuppertal. habe ich für die anderen gehalten und als ich dann da festgestellt habe, dass da auch noch der Edelmann gespielt hat, ne, war natürlich klar, für wen ich hier war, ne? Und dass der Edelman ja quasi auch noch diesen Catch rausgehauen hat, ja, Edelmann. das war natürlich vom Allerfeinsten und ich habe mich sehr, sehr gefreut und nee, ohne Mist, ich habe noch, also ich meine, ich bin ja kein Football-Fan und ich gucke halt nur einmal im Jahr einen Super Bowl, weil ich nur reiner Casual Super Bowl-Gucker bin, ja. Ich habe auch keine Ahnung von dem Spiel sonst und aber das hat mich auch gecatcht. Ich meine, in der Halbzeitpause war ich auch so ein bisschen, dachte Hat so, dich oh, was ein gecatcht. langweiliges Spiel. Aber ich meine, dieses Comeback und so, das war krass und da kann man mal sehen, dass Wheeler Sport es schafft, dramatischere Sachen zu schreiben, als es Vince McMahon es schafft, der es auch noch sich aussuchen darf, wie sowas endet, weißt du? Also ich habe den Super Bowl nicht geguckt, weil ich an dem Folgetag eine Deutschklausur hatte. Die ist übrigens super gelaufen, aber nee, ich bin auch kein großer Football-Fan, muss ich sagen. Also ähnlich wie du.
Aber ich habe mir das dann nicht gegönnt. Soll aber anscheinend das krasseste Super Bowl-Spiel aller Zeiten gewesen sein, mit super viel Spannung und das Erzähl mal kurz krasseste 10 Sekunden Comeback. weiter, ich muss mal kurz mein Handy holen, der Wecker klingelt. Ach, der Wecker? Naja. Ja. Aber da sieht man mal, wie professionalisiert Björn mittlerweile ist. Der hat sich nämlich, da gab es mal Zeiten, da hat er sich gar keinen Wecker gestellt. Dann saß ich hier um 7 Uhr, wir hatten einen Aufnahmetermin vereinbart und Björn ist einfach nicht erschienen. Ich habe ihm auf Twitter geschrieben, auf Skype geschrieben, überall habe ich ihm geschrieben und er kam dann nicht vorbei. Und dann war ich ein bisschen aufgeschmissen Ey, so. du solltest die Zeit mit dem Super Bowl überbrücken und nicht, um mich schlecht darzustellen, ja? Jobber, du bist ein Jobber. Ja, das ist Und ich richtig. bin Main, ich werde dafür bezahlt, dich schlecht dastehen zu lassen. Das Schlimmste, ich bin der schlecht bezahlteste Jobber, den es wahrscheinlich gibt. Das stimmt. Das kann Ja, wirklich da. sehr gut sein. Dann werden die Okay. gezwungen, zu unmenschlichen Zeiten Aufnahmen durchzuführen. Das ist. Richtig, also es ist schon ein bisschen. Es ist eigentlich menschenverachtend, was ich hier abziehe, aber das muss ja nicht unbedingt jeder wissen. Okay, jetzt haben wir es in der Review. Wir sollten weitermachen, by the way, Björn. Und zwar mit den Frauen. Bayley gegen Nia Jax gab es bei Raw. Der Kommentar hat hier ein schönes Zusatzelement reingebracht. Und zwar hat Michael Cole gesagt, jeder Gewichtsheberrekord im Performance Center wird von Nia Jax gehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, kann schon so sein, aber ich fand das auf jeden Fall cool, weil das sind halt so Nur bei den Randdetails. Damen oder Männer mit eingeschlossen? Nee, nur bei den Damen natürlich. Das will ich hoffen. Richtig, Erzähl also weiter. nee, sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen unglaubwürdig, aber. Ja, es gab auf jeden Fall dieses Match, Bayley gegen Nia Jax. Match war natürlich wieder zerstörerisch. Und Jax gewinnt das dann. Nur durch Ablenkung zwar von Charlotte, aber immerhin. Nächste Woche gibt es dann Charlotte gegen Bayley bei Raw um den Frauentitel. Björn, ein Frauentitel-Match bei Raw mit Charlotte. Was heißt das denn für uns? Ich rieche einen Titelwechsel. Bitte, bitte nicht. Also, nee, das glaube ich jetzt nun wirklich nicht. Also, auch wenn es ein Titelmatch bei einer Wochenshow ist und Charlotte nur die Pay-Per-View-Streak hat, aber das glaube ich jetzt so nicht. Und naja, hier, ja, hätte Nia Jax quasi ihre erste clean Niederlage eingesteckt, auch wenn es nur ein Countout gewesen wäre. Und na gut, Charlotte hat für die Ablenkung gesorgt, kann man so machen. Bayley sah nicht schlecht aus. Und sah nicht ganz unterlegen aus und ist in Ordnung, ne? Kann man so durchziehen. Also auch hier absolut okay. Ich weiß nicht, gab es noch irgendwas zu Bayley und so weiter? Ach ja, Charlotte und Sasha Banks waren dann nämlich noch Backstage, Björn. Charlotte sagte nämlich zu ihrer früheren Rivalin, ich dachte, Roadblock End of the Line wäre nur das Ende eines Pay-Per-Views und nicht das Ende deiner Karriere. Damit mal wieder ein krasser Shoot gegen Banks, die ja hier in den letzten Wochen, nachdem sie quasi nicht mehr im Titelgeschehen steht, sehr untergegangen ist. Auch Und Bex. jedes Mal gegen, naja, Jax clean verloren hat, ja. Jetzt habe ich auch schon Bex gesagt. Ich wollte eigentlich Jax sagen. Naja, Jax, die immer wieder sagt, ich habe The Boss zerstört und so weiter. Du sagst es. Also man wird hier wahrscheinlich diese Verzweiflungsstoryline bringen, die man im Wrestling immer und immer wieder gesehen hat. Und dann schlussendlich einen Heel-Turn vollziehen. Sasha Banks. Dann auf der tatsächlichen Boss-Seite, die man auch von NXT kennt, hoffentlich, weil ich denke, da geht sie doch ein bisschen mehr auf als in dieser Face-Rolle, die nie so ganz zu ihr gepasst hat, fand ich. Glaubst du denn, die Frage ist ja nur, also ich stimme dir da vollkommen zu, die Frage ist halt, wie das Timing gemacht wird. Wird das alles noch vor WrestleMania gemacht, dass wir echt vielleicht noch ein Three-Way bekommen, oder spart man sich das nach WrestleMania auf? Ich meine, Zeit wäre ja auch noch, diese Storyline zu verkaufen, wenn man Sasha Banks jetzt schnell heat-turnt, das auch noch vor Mania zu bringen und dann doch wieder ein Triple-Threat aus der ganzen Sache zu machen. Und dann Ja, tut sich auch noch Bayley gegen zwei böse Frauen durchsetzen. Was ein WrestleMania-Moment. ich glaube aber, man will Nia Jax damit reinbringen. Und ich glaube, also WWE ist ja immer so ein bisschen bedacht Okay, dann haben wir sogar ein und Fatal langsam. Four-Way. Das wird natürlich auch gehen, ja. Ich glaube nämlich nicht, dass dieser Heel-Turn noch direkt vor WrestleMania kommt. Beziehungsweise, es kann schon sein, aber ich glaube trotzdem erst, dass es dann. Ja, obwohl eigentlich, wenn ich es mir gar nochmal so überlege, es wäre schon möglich, dass das so passiert, klar. Also wenn man nur Heels reinsteckt und Bayley die einzige Face ist quasi, ist natürlich auch eine schöne Face-Heel-Dynamik, ne? Die Und dann. Nia Jax ist ja auch eher so auf keiner Seite, muss man ja auch mal dazu sagen. Eben. Also sie ist so ein bisschen Die mit haben Charlotte jeder. dicke, oder aber auch nicht.
Ja, aber so richtig dicker auch nicht, ne? Ich meine, naja, Jack hat sie ja auch schon öfters mal böse angeguckt und nach dem Gürtel geguckt und so. Also das könnte man schon cool verkaufen, dann könnte man auch eine coole Match-Story daraus machen und dann am Ende setzt sich halt Betty durch und hat ihren fetten großen WrestleMania-Moment. Und dann haben wir zumindest ein paar glückliche Gesichter bei WrestleMania. Wäre doch schon mal was, oder? Ich hoffe es. Also glückliche Gesichter, da zweifle ich ja noch ein bisschen dran, was WrestleMania angeht. Ich werde aber auf jeden Fall ein glückliches Gesicht haben, weil wahrscheinlich fliege ich ja live oder fliege hin, um live da zu sein. Ich weiß es aber noch nicht sicher, wie gesagt, aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Und wenn, dann werde ich natürlich so viele Videoeindrücke wie möglich sammeln, um euch da auch teilhaben zu lassen. Brauchst du nicht noch irgendwann, der die Podcast-Kamera hält oder so? Ja, das wäre ganz cool. Außerdem weiß ich gar nicht, wie wir das mit den Podcasts machen, ey. Aber das sehen wir dann alles, weil wenn ich in Amerika bin und in Ja, der wenn du dich Halle. live einfach mitnimmst, können wir die live vor Ort aufnehmen, ist doch kein Problem. Ja, aber dann wird es schwierig mit dem Livestreamen und so. Obwohl, dann brauchen wir Franz noch. Franz, der kennt sich damit aus. Der Kollege vom Kanal Franz zockt, könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Für die Leute, denen das jetzt nichts sagt. Und ich. Also, wäre schon cool. Aber wird wahrscheinlich doch so nicht passieren. Ich weiß es nicht. Also, mal sehen. Kannst Alles. uns ja alle einladen mit den YouTube-Millionen. Alles Zukunftsmusik. Schön wäre es, wenn das vom YouTube Money finanzierbar wäre, dieser Trip. Aber gut. Björn, lass uns noch kurz was über Raw besprechen. Hast du diese Hall of Fame-Ankündigung mitbekommen, dass der Rock'n'Roll Express jetzt hier reinkommt? Haben die kein anderes Tag-Team gefunden? Also Habe ich mir jetzt auch mal gefragt. ernsthaft mit irgendwie ein bisschen Prestige oder so. Ich meine, da musste ja selbst ich noch mal kurz drüber nachdenken, wer das noch mal war. Also das ist ja echt, also ja, also ich meine, Kurt Angle haben wir halt drin, aber die restlichen Namen sind momentan dieses Jahr ziemlich low bis jetzt so. Vielleicht kommt ja noch ein Rick Rude. Vielleicht hat er auch noch sein Sixpack. Und dann kann er wieder ein paar Girls Wild machen, die in der Crowd sitzen. Oder vor den Fernsehern. Ja, aber nee, da hätte man doch irgendwie noch andere Tag-Teams finden können und so, oder? Ich meine, Steiner, Borsas und sowas sind auch noch nicht drin und so, oder? Zum Ja, aber ich Beispiel. denke, man will sich das ein bisschen aufheben, ne? Ist ja klar. Ja, okay. Okay. Genehmigt, Björn? Ansonsten, das Wichtigste von War musste man auch noch erwähnen, bevor die Leute wieder meckern. Warte mal, New Day? Was geht Ach mit so, denen nee. eigentlich? Die hatten ein Match Das gegen war das Shining Stars. Unwichtigste. Das war das Unwichtigste nach Das dem hatten wir aber auch Namen. noch nicht. Okay, das hatten wir auch noch nicht, das ist richtig, ja. Ja, New Day gegen Shining Stars, Hype. Die hatten, Bin ich also New Day hatte beide, wirklich. also New Day will ich nicht mehr sehen und Shining Stars wollte ich noch nie sehen. New Day hat keine Richtung, ey. Die dümpeln da so rum ohne ihren Titel. Hätten eigentlich schon längst gesplittet werden sollen und verkaufen zwar noch Merchandise, aber haben immer wieder nur so ein Mini-Match ohne wirkliche Storyline. Also weiß auch nicht, ob das so der gewinnbringendste Weg ist für dieses Tag-Team in der Zukunft. Aber was weiß ich denn schon, ne? Ja, aber ich meine, sie versprechen alle in der Halle Eiscreme und schon alle jubeln alle. Das ist halt so, ne? Ja, Die klar. Amerikaner sind da sehr einfach gestrickt. Ja, sowieso. Definitiv. Nee. Ja, also ich, nee, ich kann da nichts mehr abgewinnen und mich nervt es halt, aber das kann ich jetzt nicht jede Woche wiederholen. Okay. Was hassen die Leute mich wieder? Was auch jede Woche ge wiederholt wird, gefühlt, ist Sami Zayn gegen Chris Jericho. Letzte Woche hat Zayn ja gewonnen. Hier ging es jetzt also um den US-Title. Owens greift ein und Jericho verteidigt damit seinen Titel. Björn und Jericho und Owens haben wir dann später nochmal gesehen, dazu aber gleich mehr. Sami Zayn jetzt hier um den US-Title quasi von seinem War das absoluten nicht Erz. später, so das Segment davor, kam das Segment nicht davor, vor dem Match von Jericho? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin mittlerweile, was die Chronologie angeht, sowas von raus, weil ich alles schön thematisch durchbespreche, dass ich da absolut verwirrt bin. Also gebt nichts auf meine Chronologie. Aber was ich sagen wollte, Zayn jetzt quasi wieder von Owens um den Titel gebracht worden, was natürlich absolut Sinn ergibt und auch fand ich schön umgesetzt war, ist natürlich die Frage, gibt es jetzt trotzdem Jericho gegen Zayn bei Fastlane nochmal? Weil das Ding ist halt, das ist halt so typisch WWE. Und ich will das nicht wahrhaben, aber es wird so kommen, weil ich denke nämlich ziemlich safe, dass es dieses Match nochmal geben wird, obwohl wir das halt schon gesehen haben bei Raw und nochmal bei Raw und dann bringt man es halt nochmal bei Fastlane. Und eigentlich ist das eine geile Paarung, die aber so wieder komplett uninteressant gemacht wird, finde ich. Aber vielleicht gewinnt ja wenigstens Zayn den US-Teil, was ich jetzt aber auch nicht glaube, muss ich sagen. Ja,
Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, halt, wenn er denn da das Match dann auch gewinnen würde. Ich meine, hier war klar, ich meine, Kevin Owens wollte halt wieder die Freundschaft beweisen. Ne? Ich meine, das war nach dem Segment, was man da vorgesehen hat, hat es ja auch schon wieder so ein kleines bisschen Grund zur Krise gegeben. Und ja, ich meine, Sami Zayn sah gut aus. Hätte hier den Titel gewinnen können, in Anführungszeichen. Nee, das nicht, aber war in Ordnung, kann man so machen halt. Aber Jericho, ich bin auch der Meinung, Jericho braucht den Gürtel nicht halt dazu. Ne? Das ist halt so. Sami Zayn könnten vielleicht schon gebrauchen. Wäre doch eine Möglichkeit, wenn man es jetzt nochmal, also wenn man jetzt halt, dann kann man es ja nächste Woche nochmal zeigen. Und dann haben wir ja schon, dann, nee, dann noch eine Woche Pause, ne? In 4 Wochen ist das ja Ja, War Pay-Per-View, ne? richtig. Ja, gut, das ist natürlich auch noch lange Zeit, ne? Also, so lange möchte ich eigentlich Jericho Zayn auch nicht sehen. Nee, eben, also Ja, das dann wäre dann ein wahrscheinlich, bisschen lame. dann war das wahrscheinlich doch nur War-Übergang und für Jericho muss man was anderes überlegen oder der hat genug zu tun mit dem anderen Match, was angesetzt worden ist von seinem Freund. Wir können ja darüber kurz sprechen, oder was heißt kurz, das war eigentlich so einer der Haupt Kritikpunkte vieler bei Raw. Kevin Owens und Jericho, die sich in einem Segment selbst gehypt haben. Sie wollen den Main Event von WrestleMania bestreiten. Goldberg kommt aber dazu und sagt: Ich akzeptiere Lesnars Herausforderung, immer so wie er redet, so komplett überintensiviert, aber irgendwie trotzdem geil, muss ich sagen. Da bringt er eine schöne Leidenschaft rein, auf jeden Fall. Ich akzeptiere die Herausforderung von Lesnar. Und dann meint aber Jericho: Owens gegen Goldberg. Nee, Owens sagt das hier. Dass Goldberg gegen Lesnar ja ein perfektes Undercard-Match für WrestleMania ist. Und dann meint aber Jericho, Owens gegen Goldberg bei Fastlane. Und Jericho, der anscheinend Matches ansetzen kann, hat hier die volle Kontrolle darüber gehabt. Owens hat sich aufgeregt und es gab Spannungen, die später dann wieder gelöst wurden. Owens jetzt also gegen Goldberg. 2 Minuten gebe ich ihm, dann wird er mit einem Jackhammer zerstört werden beim Fastlane Pay-Per-View. Und ich weiß, Björn, dass du ein großer Fan von Goldberg bist, aber das kannst doch selbst du nicht gutheißen, oder? Das kann selbst ich nicht gutheißen, nee. Also das ganze Segment, okay, eine Sache muss ich sagen, ich sage eine positive Sache über das Segment. Der Moment, als Goldberg sich die Liste geschnappt hat und selber unterschrieben hat, war schon lustig. War Ja, schon das war. lustig, kann man machen, habe ich geschmunzelt. Aber das ganze Segment war der größte Bullshit. Also mal ernsthaft, da stehen zwei Champions im Ring, ja? Die beide Heels und böse sind, ja? Dann kommt da Mega Babyface Goldberg raus und sagt mal, geht mal erstmal hier zur Seite, sonst schlage ich euch zu Brei. Und was machen die beiden Champions? Sie gehen zur Seite und Nachbar Goldberg war vor dir, haben wir Angst, so nach dem Motto, ja? Ich meine, die sind zu zweit, die sind beide Champions. Was ist das denn? Ich meine, ansonsten zusammenschlagen, ja? Ich meine, sollten zwei Champions doch eigentlich hinkriegen, ja? Aber nein, dann hält Goldberg kurz seine Rede und nimmt das Match gegen Lesnar an. Oh, was, große Überraschung. Wer hat das nicht erwartet? Ich habe eigentlich gedacht, er würde sagen, nö, ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt in Rente. Aber war dann doch überrascht, dass Goldberg gesagt hat, so, ich nehme das ganze Ding an. Und ja, dann kommt halt dieses, das Segment halt weiter und die Champions sahen sowas wie Deppen aus. Da stand ein Star im Ring, das war Goldberg. Und die beiden Champions sahen aus wie die letzten Geeks. Also mal ernsthaft, das war ja, oh, das ist ja dramatisch zu sehen, wie der Teilzeit-Wrestler Goldberg eine, also einfach auch Star-Appearance aus, also er kriegt die Reaktion, er wirkt wie ein Star, alles drum und dran. Und das muss man jetzt einfach Jericho und Kevin Owens, das kann man die beiden natürlich nicht verüben, das liegt natürlich auch an deren Booking. Aber die sahen halt beide aus wie Geeks da in dieser Situation. Und liegt natürlich auch daran, dass das Standing von beiden, obwohl sie halt Champions sind, natürlich scheiße ist, weil Kevin Owens immer noch nicht, seitdem er den Gürtel gehalten hat, irgendwie, glaube ich, ein Match clean gewonnen hat und so weiter. Das ist ja, also grausam. Also obwohl ich ja Goldberg-Fan bin und sowas halt, das ist natürlich grausam. Und wenn wir jetzt natürlich die Vorschau machen auf, was uns erwartet bei Fastlane, ja, RIP Kevin Owens. Wie lange wird er durchhalten? Wozu braucht Goldberg den Gürtel? Wozu braucht Goldberg gegen Lesnar den Gürtel? Was bedeutet das für den Gürtel? Außer dass der Gürtel jetzt erstmal an Goldberg geht, wahrscheinlich danach an Lesnar und der wahrscheinlich ein halbes Jahr wieder nicht da ist. Und Alter, was ist das denn für eine scheiß Aussicht? Mal ernsthaft so. Und also die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass das Match losgeht, es gibt ein Spear und dann tut halt Kevin auch schon ein T-Shirt ausziehen und hat eine Stahlplatte darunter. Das wäre meine einzigste Hoffnung halt. Ansonsten, ja, weiß ich auch nicht.
Dann wäre es doch aber technisch gesehen eigentlich ein DQ-Finish, oder? Und das würde heißen, na egal. Ich will mir nämlich jetzt ein paar Feinde machen. Also ich will mir keine Feinde machen, aber ich werde mir Feinde machen. Das ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Denn ich glaube ja, dass dieses ganze Szenario mit einem Goldberg, der den Universal-Titel gewinnt, nicht ganz so schlecht ist, wie es alle immer schlecht reden. Und zwar kann der Universal-Titel dadurch sehr profitieren, wenn ihn Goldberg hält. Beziehungsweise wenn ihn Brock Lesnar hält, weil das Experiment Kevin Owens als Universal Champion ist gescheitert wegen seinem Booking oder wegen seines Bookings. Aber bei einem Goldberg hat man ja diese Gefahr quasi gar nicht, dass man den scheiße bookt oder einen Brock Lesnar. Die werden ja immer krass eingesetzt. Was das Problem ist, ist halt, dass die beide Part-Timer sind. Aber die haben vom Standing, die sind ja die absoluten Topstars. Die sind sowas von krass von ihrem Standing her, dass es diesem Titel absolut hilft und diesen Titel absolut elevated, wenn die beiden jetzt um diesen Titel antreten, vor allem bei WrestleMania. Also ein Match Kevin Owens gegen Chris Jericho um den Universal Title ist nicht mal halb so eindrucksvoll wie ein Goldberg gegen Lesnar um den Universal Title, weil vor allem die Fans, die diesen Titel noch gar nicht richtig kennen und bei WrestleMania einschalten, die sehen dann, okay, das ist ein Titel, den muss man auf dem Schirm haben. Das ist meine Meinung dazu. Und ich weiß, das sehen sehr, sehr viele sehr anders. Ich verstehe das auch mit dieser Kritik, aber generell denke ich, wird es dem Titel sehr, sehr helfen. Natürlich hast du vollkommen recht, wenn man das rein in die Geschichtsbücher dann später nachguckt, da steht dann drin, oh, Goldberg hat den Titel gehalten und hat gegen Lesnar den verloren und dann hat Lesnar den Titel gehalten. Klingt das ja erstmal in den Geschichtsbüchern ganz toll, aber für die Darstellung der aktuellen Superstars ist das natürlich absoluter Bullshit. Ich meine, Kevin Owens wird da abgespeist werden. Stattdessen Jericho kommt raus und hat vielleicht einen Elektroschocker dabei. Hätten wir auch noch nie gesehen. Aber auch die Hoffnung ist wahrscheinlich relativ klein. Also wird Goldberg Kevin Owens hier mit ziemlicher Sicherheit vermutlich, also ich meine, eigentlich, wenn man es ja logisch darstellen müsste, müsste man ja in einen unter 1, wie lang, bei 26, 36 hat Lesnar durchgehalten. Eigentlich müsste es ja kürzere Zeit sein, weil man kann ja nicht darstellen, dass Kevin Owens länger durchhält als Brock Lesnar, ja. Also wird er ihn komplett abspeisen und damit auch komplett vernichten, weil der Titelwand natürlich kompletter Bullshit damit von Kevin Owens war, weil er kein einziges Match stehen gewonnen hat und dann kommt ein Anführungszeichen Rentner an, der 10 Jahre lang nicht gewesselt hat und speert ihn weg und die Sache ist Geschichte, ja. Das ist natürlich für Kevin Owens absoluter Bullshit und ja, dann ist der Gürtel kurz bei Goldberg bis WrestleMania. Aber dieses Match braucht diesen Gürtel ja überhaupt nicht, weil man hat das Match so gut aufgebaut, wozu braucht dieses Match jetzt noch den Gürtel, ja. Aber dann halt ist der Gürtel halt dabei und dann gehen wir mal davon aus, dass Lesnar gewinnt. Goldberg ist danach eh in Rente und werden wir nicht mehr wiedersehen. Und Lesnar ist ein Teilzeit-Wrestler. Den kann man natürlich jetzt aber auch nicht einfach sofort wieder danach den Gürtel wegnehmen, weil das ist schließlich Brock Lesnar. Dafür muss man ja auch erstmal wieder jemanden finden, der überhaupt dazu in der Lage ist, Brock Lesnar den Gürtel abzunehmen. Aber Brock Lesnar wird ja auf gar keinen Fall jede Woche jetzt auf einmal bei Monday Night Raw auftauchen und den Gürtel präsentieren. Also ist der Gürtel zwar bei einer Person, die super, super, super viel Standing hat, ja, aber der Titel ist nicht mehr zu sehen in den TV-Shows, sondern wir werden dann ein halbes Jahr lang den Titel halt jede 3 Wochen mal zu sehen kriegen oder in Einspielern und sowas halten. Das ist doch absoluter Bullshit. Also das finde ich halt dann auch nicht gut. Klar, in den Geschichtsbüchern, Goldberg, Lesnar, tolle Namen, aber die Aussichten darauf finde ich nicht gut. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie seht ihr das? Gerne unten rein. Björn, jetzt kann ich dich aber trotzdem noch ermuntern. Jetzt kann ich dich wirklich mal nochmal hypen, wie du es ausdrücken würdest, und für nächste Woche ankündigen, dass Emmalina ihr Debüt geben wird. Es wurde offiziell bestätigt für nächste Woche und ich glaube, sie wird trotzdem nicht erscheinen. Ja, von das haben wir doch schon mal gehabt, oder? Ich meine, sie wurde ja schon mal bestätigt für nächste Nicht Woche, also. nicht explizit für nächste Woche, glaube ich, sondern Doch, nur. doch, ich glaube, ein Trailer war Next Week. Echt? Da war dann, vorher stand da immer nur Soon, Soon und so, und dann irgendwann war mal Next Week und dann kam auf einmal wieder Soon. Und das war ja auch der große Aufreger, so. Da hat man einfach dann wahrscheinlich sich vor 5 Minuten vor der Show gedacht, Stimmt, okay, wir ja. bringen das doch nicht, halt so. Und Richtig. von daher, ich meine, klar können wir es jetzt hypen, aber ich glaube es erst, wenn sie da ist und. Naja, nach dem Makeover muss sie ja die hübscheste Frau der Welt sein. Das hat ja lang genug gedauert.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, Björn, wann du dann auch wieder 5 Minuten AFK gehen kannst. Und by the way, ich hoffe, dass du noch Zeit findest für die Reviews, wenn denn hier Emmalina in den TV-Shows auftritt. Da ich Monday Night Raw ja immer live gucke und wenn Emmalina dann rauskommt, dann mache ich kurz Standbild an, weil dann kommt eh wieder Werbung halt und so viel Werbung wie bei War kommt, dann werde ich schon fertig. Jetzt bin ich schon wieder Das politisch inkorrekt geworden, obwohl wir noch gar nicht im Patreon-Teil sind, ne? Scheiße, aber auch, ne? soll ich mal so hingestellt lassen. Ich sag dazu jetzt einfach gar nichts, weil jeder weitere Satz dazu ruiniert einfach nur alles in diesem Podcast. Und wir brauchen jetzt erstmal. Nee, wir haben ja noch so viel. Scheiße, ich habe jetzt meine Notiz. Ach Gott, fuck, jetzt dachte ich, wir sind mit Raw durch. Nein, Na, Cesaro und noch was Sheamus. Unwichtiges? Ah Oh ja, ich meine, Gott. wir müssen noch zwei, ah ja, doch, wir müssen noch mindestens zwei Sachen ansprechen, ja. Cesaro und Sheamus gegen Karl Anderson und Luke Gallows war zum Beispiel am Start. Enzo und Cass waren am Ring. Cass greift irgendwie am Ende ein und es gab einen Konflikt außerhalb des Rings. DQ-Finish, das was am Ende dasteht. Sheamus und Cesaro wieder die Titel nicht gewinnen können und Enzo und Cass werden bei Mania Tag Team Champions gegen Karl Anderson und Luke Gallows, habe ich so gehört. Die ein oder anderen Spekulationen besagen genau das. Ja, ziemlich interessant, oder? Wem interessieren die aktuellen Titelträger mit Cesaro und Sheamus? Naja, das ist halt auch nur die Frage Zeit, bis es da jetzt endlich zur Trennung kommt und ich hätte sie eigentlich schon fast irgendwie erwartet und nee, stattdessen lässt man sie jetzt halt hier nochmal 2 Wochen, ja. Ich meine, doof sehen sie ja nicht aus, halt so, ja, weil sie es ja quasi jedes Mal als DQ-Sieg anerkannt bekommen und sowas halt, aber hier auch das Match war halt wieder so unnötig, dass. Weiß ich nicht, fünfte Match des Abends, fünfte Fuck-Finish des Abends. Keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Interessiert den Björnster nicht, okay? Die Tag Team Division an sich ist ja schon richtig eigenartig und richtig schwach, würde ich sogar sagen, gerade. Aber ja, passiert, ne? Muss man halt auch mal ein bisschen vielleicht vermehrt den Fokus drauf legen. Und dann könnte da durchaus mehr draus werden. Gut, Cesaro und Sheamus wieder nicht die Titel gewonnen. Das war's dann, denke ich, auch langsam mit denen als Tag Team. Das wird ja nicht sonderlich lange halten, das haben wir auch gesagt. Als Vor allem, wenn die man da die Champ. Aussichten mal sieht, also jetzt sowohl die Aussichten bei War, was die Tag Team Division angeht, ja, da ist ja nichts Positives jetzt für die Zukunft groß zu erkennen für mich, ja. Und aber SmackDown ist ja noch viel, viel schlimmer, da kommen wir ja später noch zu. Das ist ja, naja. Naja, gut, Björn, die Cruiserweights wollte ich noch ganz kurz ansprechen. Wir hatten einmal das Debüt von Akira Tozawa und. Ja, der, also Ka Akira Tozawa hat einfach nur ein Match gewonnen und Neville hat ein Interview gegeben und zwar wurde das von Austin Aries moderiert. Er wurde gefragt, wer ist der Cruiserweight quasi, der dir am meisten Angst macht. Da kommen auf einmal dann alle Cruiserweights raus. Es gab einen großen Brawl, ein ganz cooles Segment und ein Six-Man-Tag-Team-Match. Neville haut ab, screwt sein Team, Alexander, TJP und Jack Gallagher gewinnen dieses Match. Die Frage jetzt, wer ist der neue Number One Contender für die Cruiserweight Championship? Denn ein Rich Swann hat sich ja verletzt kürzlich. Der ist jetzt erstmal ja, außer Gefecht, kann nicht antreten, also auch nicht um den Cruiserweight-Titel gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man hier, um Fastlane quasi mit einem Cruiserweight-Match auszustatten? Wer steht da drin gegen Neville? Wer nimmt Neville potenziell den Titel ab, weil ich sehe da irgendwie keinen, der so ansatzweise auf dem Level von einem Neville ist. Nö, überhaupt nicht, aber es ist ziemlich, glaube ich, deutlich, wer es werden wird, denn wer war am letzt, zuletzt, glaube ich, noch mit Neville im Ring? Ich glaube, das war Jackie. Und ich meine, wer hat seinen Rumble-Auftritt bekommen? Jackie und so, und deswegen wird Jackie jetzt auch das nächste Opfer von Neville sein. Jackie kann natürlich sehr gut sein. Vielleicht holt er den Regenschirm raus. Und dann gibt es das Battle of the Brits. Aber interessiert keine Sau und selbst mich interessiert das wirklich gar nicht halt und ich mittlerweile echt, also es hört sich, also ich meine, ich jammer da jede Woche drüber, aber mittlerweile echt, das ist so ein Klumpen an Monday Night War, diese Cruiserweights, die auch jegliche Fahrt dann auch jedes Mal rausnehmen, weil halt das Publikum auch halt nicht drin ist, man ist selber auch nicht mehr drin, weil man da viele Sachen nicht mehr mitbekommt, weil sie ja eigentlich ihre eigene Show haben. Dann soll man sie doch in Anführungszeichen, das hört sich jetzt hart an, aber komplett in ihre eigene Show abschieben. Ich glaube, das wäre für die Cruiserweights besser und das wäre für Money Network besser. Hört sich schon an wie Donald Trump mit diesem Wortlaut.
Aber prinzipiell habe ich auch diese Woche kein Cruiserweight, nee, wie heißt das, 205 Live gesehen. Weiß jetzt nicht, was da passiert ist oder so. Und es ist halt auch einfach nicht mehr relevant. Also, es sind einfach Fremdkörper, Charaktere fehlen, die sind überhaupt nicht in die Show integriert und ihnen fehlt einfach sämtliches Zuschauerinteresse. Was macht denn ein Drew Gulak interessant? Richtig. Gar nichts macht ihn interessant. Er ist einfach da. Er wrestelt. Und das reicht für ein Raw-Publikum nicht. Oh Gott, ey. Aber das habe ich auch schon gefühlte 50 Mal gesagt. Aber gut, das war's jetzt wirklich mit Raw. Oder hast du noch irgendwas, was wir ansprechen müssen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, ich glaube, diesmal haben wir hoffentlich nicht viel vergessen. Letzte Woche haben wir ja ein bisschen Kritik bekommen. Teilweise zu Recht, weil wir ein, zwei Sachen vergessen hatten. Aber ich glaube, diesmal haben wir halbwegs alles Wichtige und Unwichtige auf dem Schirm gehabt. Das hast du wunderschön gesagt und mit diesen Worten Ah, gehen nee, wir. doch, doch, doch. Wir müssen ganz kurz ansprechen. Ich meine, groß angekündigt. Medizinisches Update von Seth Rollins. Oh, stimmt. Er wird bei WrestleMania anscheinend antreten. Ja gut, das hat man jetzt da nicht gesagt, ne? Man hat ein, glaube ich, Instagram-Foto gezeigt, ein Instagram-Posting von Seth Rollins und das war die Größe, das große Update zu, wie geht es Seth Rollins? Also eigentlich hat man überhaupt nichts gesagt. Also, jetzt dachte ich, es ist was Krasses. Na gut. Ja, und na, ich glaube ehrlich gesagt noch nicht irgendwie so ganz fest daran, dass der wirklich so WrestleMania schon wieder fit ist und so halt. Ich Ah. glaube, das ist noch viel Hoffnung von der WWE und so, aber naja. Ich denke, es ist so ein Zwiespalt. Also, ich denke, klar ist es Hoffnung, aber WWE veranschlagt einmal, oder die WWE-Ärzte an sich veranschlagen einmal, die Verletzungspausen sehr viel höher, als sie im Endeffekt auch sind. Und das kann natürlich bei Seth Rollins auch der Fall gewesen sein. Mit der veranschlagten Verletzungspausendauer würde er nämlich trotzdem noch fit zu WrestleMania werden, wenn es jetzt sich irgendwie ergeben hat, dass es Aber noch ist schneller geht es durch irgendeinen Weg oder so, dann wäre das doch. Also ich halte es gerade für wahrscheinlich, dass es wirklich zu diesem Match kommt, dass das auch der Payoff wird, den man sich erhofft. Es ist das, also es hört sich doof an, aber es ist das fucking Knie quasi. Wenn er mit irgendwas, echt, du kannst mit vielen Sachen Probleme haben, aber Knie ist halt echt eine üble Sache und er hat sich jetzt anscheinend ja wieder das Innenband gerissen. Und das braucht halt normalerweise halt schon, bis du halt überhaupt dran denken kannst, überhaupt mal wieder irgendwie an Training denken kannst, so mindestens 6 Wochen oder sowas halt, ja. Und in 8 Wochen haben wir schon WrestleMania und dann einen Seth Rollins in den Ring zu stellen, der das Knie ist, da musst du auch Vertrauen drin haben und sowas halt, ja. Das würde auf jeden Fall kein gutes Match werden und sowas halt. Also, ich weiß nicht, ob man da nicht lieber sagen sollte, kurier dich erstmal wieder aus, auch wenn das natürlich total hart ist für das Rollins, schon wieder WrestleMania zu verpassen. Aber ich weiß nicht, ob es nicht die bessere Alternative wäre, zu sagen, komm, ruh dich aus und was halt, echt, Knie ist halt echt eine ganz dumme Sache halt, wie ich finde. Und gerade bei jedem Move und sowas halt, wenn du weißt, aber ey, ich habe gerade bis letzte Woche noch niemals im Ring gestanden und trainiert und jetzt soll ich schon ein WrestleMania-Match worken und du weißt nicht, wie fit dein Knie ist und sowas halt, das kann eigentlich kaum in einem guten Match enden. Bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich aufs Beste, auch für Seth Rollins und seine Gesundheit. Mal sehen, wie das sich im Endeffekt dann entfalten wird. Weil Rollins gegen Triple H ist ja gerade so ziemlich das einzige Match, was krass für WrestleMania ist, beziehungsweise was mich sehr für WrestleMania hypt. Weil sehr viel mehr Krasses gibt es ja da nicht irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob dir ein Match einfällt, was aktuell geplant ist, was dich krass vom Hocker reißt, aber AJ Rollins gegen. Styles gegen Shane McMahon? Nee, das wird Traum? es nicht geben, Björn. Sir. Ich sage dir, das wird es nicht geben, aber das werden wir in der SmackDown-Besprechung besprechen. Wir gehen jetzt in die Patreon-Pause, Alliteration, und die YouTube-Zuschauer hören eine extra Unterbrechung. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich für die YouTube-Zuschauer, beziehungsweise die Patreon-Hörer, die bekommen jetzt eine kleine Real-Life-Story aus Berlin, denn ich war ja letztes Wochenende in Berlin bei der German Wrestling Federation. Und unter anderem habe ich da in Briefform einen Abonnenten kennengelernt. Dazu jetzt mehr. Die Patreon-Hörer hören gerade eine halbe Stunde den Extra-Teil mit einigen Off-Topic-Themen und privaten Stories bzw. Eindrücken.
Diesen Teil könnt ihr auf Patreon hören, indem ihr im Gegenzug für 3,50 Euro im Monat den Podcast unterstützt. Davon gehen 3 Euro dann weiter an mich, die ich hier in den Podcast investieren kann oder allgemein in den Kanal. Ihr könnt jederzeit wieder kündigen. Das ist kein Problem, ihr bekommt die Podcasts hier schon früher als in der YouTube-Fassung. Keine Werbeeinblendungen wie diese hier und einen exklusiven Extra-Teil. Der Link zu Patreon ist in der Videobeschreibung. PayPal und Kreditkarte sind die akzeptierten Zahlungsmittel. Ähnlich ist das auch bei der Patreon-App. Die könnt ihr euch mobil auf euer Smartphone laden und auch mobil bzw. downloadet die Podcasts hören. Ihr wollt wrestlingmäßig auf dem neuesten Stand bleiben? Dann abonniert meinen zweiten Kanal Wrestling News Deutschland. Fast täglich kommen hier News von mir bzw. von meinem Kollegen Tobi. Bleibt auch auf dem Laufenden auf Twitter @perkixwwe, auf Instagram jg_lifestyle bzw. auf Facebook perkixwwe 2k1x. Alles auch nochmal in der Beschreibung. Eine Kaufempfehlung gibt es: Power Wrestling, Deutschlands großes Wrestling-Magazin. Jeden Monat veröffentlichen wir zu Monatsende ein neues Magazin zum Thema Wrestling. Zu erwerben ist die Zeitschrift online oder an Bahnhofsbuchhandeln und einigen Kiosks jeweils in der Sportabteilung. Weitere Infos auf www.power-wrestling.de. Ein letztes Dankeschön an Erlebnis Amerika, die diesen Podcast unterstützen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Gruppen- bzw. Individualreisengebiet nach USA. Ebnet euch Erlebnis Amerika den Weg zu einer unvergesslichen Erfahrung. Die Reisegruppe veranstaltet Reisen zu so gut wie allen WWE-Events in Amerika, so natürlich auch zu WrestleMania 33 in Orlando dieses Jahr. Ab 1730 Euro könnt ihr bei Erlebnis Amerika buchen und bekommt für den Preis Hin- und Rückflug 7 Hotelübernachtungen vom 29.03. bis zum 6.04. Tickets zu WrestleMania und Raw sowie alle Transfers vor Ort gestellt. Wenn ihr eure Reise individuell anpassen wollt, dann meldet euch gerne mit dem Kontaktformular auf der Website. Weitere Infos gibt es nämlich genau hier auf www.amerika-erlebnis.reisen. So, wir sind zurück. Und zwar zur SmackDown-Besprechung. Björn, jetzt konntest du kurz alles an Political Incorrectness rauslassen. Jetzt kannst du dich wieder gut zusammennehmen für SmackDown, oder? Ja, ich konnte, also ich meine, so ein Patreon-Teil ist natürlich nicht schlecht jetzt vor der SmackDown-Review. So habe ich quasi meinen Pegel etwas runtergebracht und gehe dann vielleicht etwas sanfter mit SmackDown um, bevor ich mir dann noch so ganz viele Feinde hier mache bei den Kommentaren, bei den ganzen SmackDown-Fans. Von daher ist es gut, so ein Patreon-Teil vorher zu haben. Das denke ich doch auch. Rechts oben könnt ihr übrigens in der Infokarte abstimmen, welche Show fandet ihr stärker, Raw oder SmackDown. Und am besten immer, bevor wir das besprochen haben, abstimmen und eure eigene Meinung kundtun. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass sehr, sehr viele Leute SmackDown jede Woche hochvoten. Und SmackDown hat ja auch generell sehr, sehr gute Zahlen. Aber letzte Woche war es schon sehr, sehr knapp mit... Also Jungs, Moment mal kurz. Ihr sollt das oben auswählen, bevor ihr die Review hört. Nicht bevor ihr SmackDown geguckt habt, weil ich habe meistens das Gefühl, dass die Leute schon auf SmackDown drücken, bevor sie auf SmackDown gesehen haben. Ja, das kann natürlich. Ja, also, ne? Oder einfach, wenn ihr beide Shows nicht gesehen habt, dann am besten gar nicht abstimmen, so. Nur um die Ergebnisse zu sehen, weiß ich nicht. Also, das verfälscht halt so ein bisschen dann die Statistik, wenn viele Leute, es sind ja ungefähr auch 30%, die Shows nicht gesehen haben, die dann trotzdem oben irgendwas drücken, ohne die Shows gesehen zu haben, nur um zu sehen, wie eben die Ergebnisse aussehen. Das verfälscht ein bisschen das Ergebnis, also wenn es geht, dann bitte unterlasst das in Zukunft. Vielen Dank. Wir starten mit der Anfangspromo und zwar mit Daniel Bryan. Der ist zurück und zwar ist er zu Hause in Washington. Aberdeen, Washington ist ja so seine Standardheimat. Hier war es jetzt in Seattle, soweit ich weiß. Und der wurde hier wirklich sehr, sehr herzlich empfangen. Sagt, bald wird er Daddy werden, aber... The Miz kommt dazu, macht ihn runter und so weiter. Du kannst ja eh nicht wresteln. Was willst du hier überhaupt? Daniel Bryan kontert dann, ja, du kannst auch nicht wresteln. Steigst trotzdem immer wieder in den Ring. Oh, shoot an dieser Stelle. Dann kamen die ganzen Elimination Chamber Teilnehmer raus. Zumindest 4 an der Zahl waren es dann im Endeffekt. Baron Corbin, AJ Styles, Dean Ambrose und The Miz, die sich immer wieder gegenseitig so ein bisschen battlen. Und Daniel Bryan macht ein Fatal 4-Way-Match draus. Fand ich insgesamt eine super Einleitung für diese Show.
Die Anfangspromo war sehr unterhaltsam, fand ich. Und die Crowd hat halt einfach super mitgespielt. Ist auch super dankbar. Also ist wirklich super gebuckt gewesen, wenn man sich das vorher anschaut. Okay, Washington, Daniel Bryan wird krasse Reaktionen ziehen. Wir stellen ihn in so eine Promo. Wir stellen The Miz dagegen. Er zieht krassen Heat. Daniel Bryan, gute Zuschauerreaktionen. Da haben wir diese Dynamik dabei. Und das fand ich absolut großartig. Also besser kann man eine Show kaum starten. Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich meine, es war natürlich wirklich super, super einfach für die WWE in dem Fall, aber ich meine, wir kennen ja die WWE, ich meine, die sehen ja manchmal ja, ne, die Hand vor Augen, ich wollte gerade sagen, aber die sehen ja manchmal also echt die einfachsten Sachen nicht, und das war natürlich einfach. Ich meine, da wo Daniel Bryan beim letzten Mal noch gesagt hat, dass er seine Karriere beendet und dann in seine Heimat, in da wieder quasi den Opener zu geben und das Publikum so anzuheizen. Ich meine, der war ja auch over wie Schwein wieder. Das ist ja unglaublich. Und es hat auch Spaß gemacht, halt einfach, weil die Stimmung dann halt da war und hat aber perfekt gepasst, auch The Miz dann da rauszubringen, um ihn wieder Heat aufbauen zu lassen. Ich meine, der hat ja mittlerweile so viel Heat. Ich meine, das macht er ja auch einfach perfekt und das ist. Hat einfach alles gepasst, ja gut, und dann halt mit den Fatal 4-Way-Match, was dann halt da angesetzt worden und so ist, das war dann halt in Anführungszeichen wieder Standardkost, um ja das Elimination Chamber-Match zu hypen. Ja, dass dann am Ende ein Baron Corbin einen AJ Styles pinnen darf, ist natürlich schon irgendwie erstaunlich, aber ich meine, Styles ist ja kein Champion mehr, und dann wird er auch halt nicht mehr geschützt und naja, das war dann halt wieder so okay halt, aber ich meine, der Opener mit Daniel Bryan und Simmons und so, das war schon ganz cool. Definitiv. Also hat mir sehr gut gefallen, das Segment. Und diese Daniel Bryan The Miz Storyline, die zieht sich halt immer weiter, was natürlich auch sehr interessant ist, obwohl es Ja, ein aber die Non-Wrestler auf, ist. ja, aber die ja auch wie auf nichts hinauslaufen kann. Das ist halt das große Problem, also irgendwie, wenn es da halt irgendwie auch mal ein Payoff geben könnte, weil es so, la, okay, wir sehen nochmal ein Match von Daniel Bryan, aber das wird ja wahrscheinlich halt nicht passieren, also nicht in der WWE halt. Und von daher, ich weiß halt immer noch nicht, wo sie damit hin wollen, weil das ist ja eigentlich mittlerweile eine Storyline, die sie jetzt seit ein halbes Jahr ziehen. Und immer wieder teasern, immer wieder teasern, immer wieder teasern, aber eigentlich ja nichts bei rumkommen kann. Das ist das einzig Schade, was dabei ist, so. Ja, also ein Payoff wird es nicht geben. Trotzdem sind halt diese Segmente wie die hier unterhaltsam und man kann es ja auch dafür nutzen, eben Zuschauerreaktionen gut zu produzieren, weil das eben trotzdem, obwohl es mit Daniel Bryan Non-Wrestler ist, der hier dabei ist, eine interessante Fehde ist. Und klar wäre das cooler, wenn es dann nochmal das Match geben würde, aber man kann eben nicht alles haben. Es gab eben dann dieses Match, was angesetzt wurde. Fatal 4-Way Action. Baron Corbin hat das Ganze gewonnen. Nach einer Viertelstunde ungefähr. AJ Styles, Dean Ambrose und The Miz waren seine Gegner, wie gesagt. Mit dem End of Days gegen Styles kann Baron Corbin das für sich entscheiden und sieht kurz vor Elimination Chamber nochmal stark aus. Ja, er sieht stark aus, aber wo ist dann Styles dann, den er da pinnt? Ich meine, wären ja noch zwei andere Gegner, die hätten wir dann auch pinnen können, oder? Ich meine, na gut, ich meine, das ist jetzt halt jammern auf hohem Niveau, aber ich meine, da wird sich auch nächste Woche kein Mensch mehr daran erinnern, dass das da jetzt gepinnt worden ist, aber halt, es ist. Ich finde es unglücklich, sage ich in Anführungszeichen. Aber Corbin sieht natürlich da gut aus, ist in Ordnung. Aber hat mich jetzt nicht mehr auf die Elimination Chamber gehypt, als ich vorher schon nicht gehypt war. Das Problem war, also generell muss man halt mal gucken, was man überhaupt in Zukunft starten will. Will man Baron Corbin gegen Dean Ambrose starten? Will man gegen AJ Styles eine Fehde einführen? Weil das einzige naheliegende Szenario, weil Dean Ambrose hier ja wirklich der einzige Face war, AJ Styles ist so ein Zwischending aktuell, aber Baron Corbin gegen Dean Ambrose wäre ja eigentlich eine sehr viel coolere Fehde. Und von daher weiß ich nicht. Hätte man vielleicht Baron Corbin Dean Ambrose pinnen lassen können und dann sagen können, okay, IC-Title, her damit. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber das ist, wie du es schon gesagt hast, nicht passiert. Genau, ansonsten hatten wir noch ein Interview mit Nikki Bella und Natalya über diese mehr oder weniger intensive Fehde, über ihre Eskalationen, über ihre Freundschaft. Nikki erklärt, dass die alte Natalya für sie gestorben ist. Nettie sagt, sie waren nie Freunde und so weiter. Dann dissen sie sich ein bisschen. Und das quasi als letzter Hype für das Elimination Chamber Match finde ich auch nicht schlecht, by the way. Ich meine, das ist jetzt keine große, tolle Fehde, die jeden ultra packt und mitreißt und zum Einschalten bringt. Aber es ist so ein Midcard-Frauending. Und das ist absolut in Ordnung in meinen Augen.
Ja. Ich muss leider ja sagen. Auf der anderen Seite halt, ich sag so, ja, das ist in Ordnung. Aber es interessiert mich halt auch überhaupt nicht halt so. Ne? Das ist halt so Doku. Das ist halt wirklich hier so Soap-mäßig. Das ist mir halt, nee, das ist mir zu doof. Mich interessiert halt nicht, was die beiden sich da gegenseitig anbitchen. Das ist mir. Naja. Also ich meine, ich möchte halt, also ich meine, nichts gegen Natalia und sowas halt, aber sie hat auch ihre beste Zeit und sowas hinter. Und ich meine, klar, bei diesen Face-Off-Interviews sehen die Leute eigentlich immer sehr cool aus. Da schafft die WWE irgendwie jeden gut aussehen zu lassen halt so, aber es juckt mich halt nicht. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht gehypt auf das Match oder so halt. Das ist mir eigentlich egal, wer da gewinnt, wenn ich ehrlich bin. Das hört sich doof an halt, aber ich meine, das wird halt dann Nikki machen halt, aber mir ist es wurscht. Also es untergräbt jetzt so ein bisschen die These, die ich vorher rausgehauen habe, aber es ist eigentlich auch völlig egal, wer da gewinnt, ey. Shit. Naja, gut, also ich denke, Nikki Bella wird's machen, aber dazu dann mehr in der Elimination Chamber Vorschau, die übrigens am Samstag um 11 Uhr veröffentlicht wird. Also da könnt ihr euch darauf freuen, da könnt ihr gerne einschalten. Da gibt es dann nochmal sämtliche Predictions zu diesem Event und auch das, so würde ich Elimination Chamber Video booken, kommt dann irgendwann in dieser Woche. Mal sehen, wenn ich das raushauen kann. Jetzt gehen wir erstmal zur Entwicklung rund um Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, der mit Apollo Crews hier im Ring stand. Apollo Crews gewinnt mit einem Roll-Up. Nach einer Minute nach dem Match startet Dolph Ziggler seine Attacke gegen Crews, schnappt sich einen Stuhl, haut den um. Kalisto kommt raus, will den Save machen, aber auch er wird hier von Ziggler ausgeschaltet mit den Stühlen bzw. mit Stuhlschlägen und nach der Werbepause sieht man dann eben Daniel Bryan, der auf Dolph Ziggler einredet, hey, du kannst nicht immer deine Gegner nach dem Match zusammenschlagen mit einem Stuhl, wenn du verloren hast. Das geht so nicht. Und deswegen wird ein Handicap-Match quasi angesetzt zwischen Ziggler, Cruz und Kalisto, weil eben Ziggler meinte, ja, ich könnte die beide easy besiegen und so weiter. Ziggler gegen Cruz und Kalisto für die nächste Woche, glaube ich, oder eben für Elimination Chamber in der Kickoff-Show. Mal sehen, keinen Plan, wo das jetzt stattfindet, aber es wird auf jeden Fall kommen. Und ich tippe ja darauf, dass Ziggler dann beide ziemlich easy weghaut, um gepusht zu werden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es wurde gesagt, dass das halt für Elimination Chamber ist. Okay, ja. Ja, ich meine, Dolph Ziggler, ja, jetzt nach seinem Heel-Turn, jetzt hat das Match schon wieder verloren. Also eigentlich hat sein Heel-Turn ja nicht viel geholfen, außer dass er danach halt die Leute schafft, mit Stühlen zu verprügeln. Ja, Hype. Aber von der Darstellung halt, ich meine, nach 1 Minute 5 von Apollo Crews eingerollt zu werden, ist halt nicht jetzt so glücklich. Danach darf er halt dann Apollo Crews und Kalisto jeweils halt mit den Stühlen, mit den Schuhschlägen und sowas zerstören, halt unfair. Ist natürlich toll für seine Heel-Darstellung und so, aber naja, es läuft jetzt auf ein Two versus One Handicap-Match hinaus. Also ich glaube, es ist bei Elimination Chamber angesetzt, so wie ich Daniel Bryan richtig verstanden habe. Ja, wurde es. Ich habe nachgeschaut. Ja, und ja, da kann man ja rein Storyline eigentlich nichts anderes halt machen, außer ich meine, du kannst ja hier den Apollo Crews und Kalisto dann nicht verlieren lassen. Also das kannst du ja irgendwie nicht bringen. Also zumindest nicht, wenn Dolph Ziggler da halbwegs fair in diesem Match agiert. Also jetzt ohne dass da halt irgendwas ganz Komisches passiert hat. So. Und von daher finde ich das, ja, ich weiß nicht, ich finde das sowohl für Dolph Ziggler nicht so toll und ja, Apollo Crews und Kalisto sehen da jetzt auch nicht so glücklich aus und naja, aber Apollo Crews und Kalisto ist halt mittlerweile sowas von Undercard. Das hört sich halt so doof an halt und naja. Ist halt nur ein Übergang, ne? Mal gucken, was man für Dolph Ziggler dann für WrestleMania sich überlegt. Dolph Ziggler wird im Jahr 2017 WWE Champion, Björn. Glaube ich nicht, nein. Okay. Glaube ich nicht. Dafür haben wir noch andere Leute auf dem Programm, die auch noch hochkommen und sowas halt. Also ich sehe da keinen Platz für Dolph Ziggler als World Champ. Vielleicht hast du recht. Ist vielleicht sogar der wahrscheinlichere Tipp. Aber ich glaube an Ziggler als World Champion und als Heel im Jahr 2017. Es gibt eine Vertragsunterzeichnung, beziehungsweise eine doppelte Vertragsunterzeichnung, auch mal schön hier zwei. Die allererste, das müssen wir mal erwähnen. Eine Sensation, was sie sich da ausgedacht haben. Wow, also wirklich super kreativ, zwei Fäden hier zu verbinden. Mickie James und Alexa Bliss, die ja eh so ein bisschen dicke sind und hier wurden quasi die Verträge unterzeichnet für Mickie James gegen Becky Lynch und Naomi gegen Alexa Bliss. Die liefern sich hier quasi immer so ein bisschen Promo-Duell hin und her und hin und her. Naomi sagt am Ende, sie will Champion-Titelträgerin werden, weil bald in ihrer Heimatstadt WrestleMania stattfindet, in Orlando, Florida. Und da will sie natürlich als Champion
hinreisen. Von daher ist sie top motiviert, hier den Titel Alexa Bliss abzunehmen. Es entbricht ein Brawl und ja, am Ende stehen die Faces oben und ja, können feiern, haben einen tollen Moment im Endeffekt gehabt. Bei Elimination Chamber gibt es dann die Matches, diese beiden, die hier unterzeichnet wurden quasi. Ja, was wäre eigentlich passiert, wenn die das nicht unterschrieben hätten? Hätte das Match schon nicht dann stattgefunden? Na, weiß ich nicht. Oder wäre dann Das ist Jericho diese rausgekommen und hätte typische. gesagt, haben, nee, das wäre schöne Stadt. Setz dich Ja, fest. Chris Jericho. Neuer, was gibt's denn? Wir haben den Commissioner, wir haben den General Manager. Was gibt's denn noch für Posten? Der Listenmanager und Matchmanager jetzt, nein, weiß ich nicht. Sportdirektor. Er ist der Matchmaker. Der Matchmaker, ja. Der Matchmaker der WWE. Nee, also ich meine, das ist natürlich jetzt doof zu kritisieren halt so, aber es ist halt immer so eine Logik, wo ich mir sage, weißt du, so die einsetzen ihre Matches selber fest, da müssen Verträge unterschrieben werden, weil das echt mit den Matches, wo wir keine Vertragsunterzeichnung haben, sind die gar nicht offiziell oder, nee, aber das ist natürlich Bullshit halt. Ich muss sagen, jetzt zu dieser reinen Promo-mäßig ist auch alle vier, okay, Naomi war am schwächsten, okay halt, aber alle anderen drei, selbst Becky, die ich ja immer kritisiere für ihre Promos und sowas, halt, haben mir ja richtig, richtig gut gefallen. Also, das war von allen drei Bären stark, auch von Mickie James Bären stark. Alexa Bliss ist am Mikrofon auch super. Und dass selbst Becky diesmal so entschlossen und sowas halt, das war dann ganz cool halt so, dass da hat sie sich auch nicht so verhaspelt und sowas halt und nicht ganz so in ihrem Mega-Dialekt gewesen und so. Das ging dann da und war echt ertragbar. Und ja, gut, Naomi ist da vielleicht ein bisschen hinten abgefallen halt, aber ansonsten extrem starke Promo von allen vier Damen. Und kann man so machen, ist okay. Cool. Also ich fand das eigentlich auch richtig, richtig stark, was die abgeliefert haben. Und dieses Double Contract Signing ist natürlich revolutionär für das Wrestling Storytelling in der Zukunft, Björn. Also wenn wir uns da nicht auf was ganz, ganz Großes gefasst machen können, dann weiß ich auch nicht. Und auch bei den Tag Teams ging es heiß her. Die Usos, Ward Villains, Ascension, American Alpha, Breezango und Heath Slater und Rhino, die hier in einem 12-Mann-Tag-Team-Match standen. 10 Minuten ging das Ganze und am Ende können The Ascension den Pin einfahren. The Ascension mit einem Flying Knee von Victor gegen Rhino. The Ascension, Björn. Die haben den Pin eingefahren. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Und haben sich auch gefreut wie kleine Kinder. Und haben sich dann auch gefreut wie kleine Kinder, dass sie mal gewonnen haben, ja? Und sollen es damit jetzt die nächsten Number One Contender werden oder was? Oh, wäre das Oder. geil. Alter, nee, also das habe ich ja gerade eben schon bei der War quasi angeschnitten. Ich meine, da tut mir American Alpha ja echt ein bisschen leid halt, ja? Aber alle anderen, also außer American Alpha, das ist ja eigentlich unterirdisch. Das ist ja echt traurig zu sehen, was da alles in der Tag Team Division rumläuft. Das ist ja, ich meine, da ist ja, also ich meine, selbst die Usos, ich meine, am Anfang, als sie Heel geturnt sind, fand ich es noch ganz cool. Und aber selbst daraus hat man quasi nichts gemacht und dieses Momentum ist auch schon wieder weg. Und selbst die würde ich da jetzt mit einschließen, weil das eigentlich, wenn die jetzt von heute auf morgen nicht mehr da wären, die ganzen Tag Teams, ich würde sie nicht vermissen. Die Tag Team Divisions bei Raw und bei SmackDown sind einfach absolut flach. Also da gibt's echt nicht viel, woran man sich festhalten kann, worauf man sich freut. Ich finde zwar die Stipulation, die man bei Elimination Chamber hat mit diesem Tag Team Turmoil Match, wo ja die Regeln sind, vier Ecken, vier Tag Teams und ein eliminiertes Tag Team, für das kommt dann ein neues nach quasi. Also werden im Endeffekt zwei Tag Teams nachkommen. Das ist ja ganz cool, weil es halt auch Elimination Chamber ist als Pay-Per-View. Ist halt so ein Elimination, so eine Elimination Stipulation quasi. Aber, ne, das, was in der Tag Team Division passiert, ist halt wirklich super flach. Und man hat mit American Alpha zwar Leute, die interessant wirken, aber das war's dann auch schon wieder. Also selbst die Usos hat man gekillt mit dem Momentum, das man aufgebaut hat und dann nicht weitergeführt hat. Da hast du absolut recht und das finde ich schade, weil die Usos als Heels, die sind ja echt, also ich habe da so viel Potenzial gesehen, im Endeffekt wurde das leider nicht genutzt, Björn. Aber lass uns noch zum Main Event von SmackDown gehen. Es gab hier ein Singles Match, also Non-Title Singles Match, also es ging hier nicht um den Titel zwischen John Cena, dem WWE-Champion und Randy Orton. Und hier gab es Ref-Bumps und so weiter. Bray Wyatt kam dann während des Matches nach draußen, hat Cena attackiert und wollte seinen Finisher zeigen, aber plötzlich taucht sein
ehemaliger Jüngling Luke Harper auf, oder ich weiß nicht, sein ehemaliges Wyatt Family Mitglied, was weiß ich, sein ehemaliger Untertan Luke Harper auf, und der will seinen ehemaligen Anführer quasi attackieren. Einen Angriff von Randy Orton kann er auch noch abwehren, und damit hat man quasi Luke Harper über Bray Wyatt und Randy Orton gestellt, indem Harper einmal Wyatt und einmal Orton zurückschlägt. John Cena kann das Ganze nutzen, holt sich den Sieg nach 15 Minuten ungefähr Matchzeit, und das fand ich wirklich wieder richtig cool gebuckt und stark umgesetzt. Vor allem, weil man Luke Harper hier mal richtig stark aussehen lassen hat. Der ist im Main Event und hat einen super Pop auch bekommen, dadurch, dass er eben Bray Wyatt mal umgehauen hat. Also wenn in dem nicht mehr steckt als, oder ich sage es anders, wenn in dem kein Star steckt, dann weiß ich auch nicht. Also aus dem kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Cena, der sich hier den Sieg holt, also von vorne bis hinten absolut legitim. Schöne Storyline-Weiterführung und simpel und konsequent gemacht. Habe ich nichts auszusetzen, muss ich sagen. Ja, ich glaube, einfach die korrigieren muss, ich glaube, Bray Wyatt war, glaube ich, die ganze Zeit beim Match dabei. Ich glaube, der ist gar nicht rausgekommen. Ich glaube, der war einfach die ganze Zeit da. Ich glaube, der kam Das beim kann auch Entrance schon sein, mit ja. raus. Ansonsten, ja, ist okay. Mir ist es halt alles noch mit Luke Harper alles noch so ein bisschen zu flach, in Anführungszeichen. Ja, ich meine, warum soll ich jetzt Luke Harper bejubeln? Ich meine, warum ist er jetzt ein Guter? Ich meine, nur weil er halt nicht mehr mit der Wyatt Family zusammenhängt oder was? Ich meine, das muss man mir jetzt noch mal ein bisschen erklären oder was halt. Das hat man ja, da hat man ja quasi noch nichts geliefert, außer ich meine, ich soll ihn jetzt zujubeln, weil er halt nicht mehr für Bray Wyatt ist, sondern jetzt gegen Bray Wyatt. Aber das ist ja keine Erklärung halt. Das ist mir halt, ich meine, warum ist Luke Harper nicht immer noch böse, in Anführungszeichen? Ist nur halt alleine, weißt du so. Das ist halt mir ein bisschen zu wenig, in Anführungszeichen. Und ja, das Match halt, ne? Cena gegen Orton. Ja, besser hier als bei WrestleMania Main Event. Und Das naja, sowieso, aber ja. war okay, kann man so machen mit den ganzen Eingriffen am Ende und sowas halt, ist es irrelevant, wer da am Ende auch quasi gewinnt. Das ist, ich glaube, sind beide ja. Ich glaube, Orton ist, glaube ich, einmal aus dem AA ausgekickt, glaube ich, ne? Und auch Cena ist aus dem RKO ausgekickt. Und ja, es catcht mich jetzt auch nicht mehr, muss ich sagen. Also es bringt mich jetzt nicht zum Jubeln, weil ich denke so, wow, geil, SmackDown Main Event. Cena gegen Orton. Krasser Scheiß, noch nie gesehen. Ein weiteres Mal das Match, was schon über 200 Mal wirklich in der Vergangenheit passiert ist, und das ist kein Joke, das ist wirklich über 200 Mal stattgefunden. Also, Ja, nee, das ist halt so, das ist dann, es hypt mich halt jetzt einfach nicht mehr. Und von daher, es war okay, kann man so machen und auch für die Lucapa-Darstellung und sowas halt, aber jetzt auch nichts Besonderes. okay, Björn. Was war dein absolutes Wochenhighlight? Welches Segment oder welches Match? Sonntag gab es. Ach so, ich wollte gerade sagen, braten am Sonntag bei meinen Eltern, aber. Gott. welches Match mein Highlight diese Woche war? Ich meine, du redest von Raw und SmackDown, ne? Ja, nicht vom Rumble. Nicht vom Rumble? Ja, gut, dann. Ja, ich habe mich natürlich gefreut. Nee, das war nicht das Match. War. Also auch wahrscheinlich Reigns gegen Samoa Joe, obwohl die halt echt auf Sparflamme waren. Weiß ich nicht. Der Rest, ich meine, die Matches waren ja alles eigentlich, also bei Raw war alles Fuck-Finishes. Bei SmackDown doch, glaube ich, quasi, im Endeffekt doch quasi auch, oder? Also man außer einen Roller, okay, ist auch ein Fuck-Finish eigentlich. Ich So fand ist ja das das. Fatal 4-Way mit AJ Styles, Dean Ambrose, The Miz und Baron Corbin sehr, sehr stark bei SmackDown, muss ich sagen. Also, das war wahrscheinlich das Match of the Week. Es wurde auch letzte Woche quasi als Vorschlag eingebracht, so eine Abstimmung in der Infokarte mit Match der Woche oder Match of the Week zu machen. Wird wahrscheinlich nicht kommen, leider, weil das einfach manchmal viel zu schwierig ist. Und es ist auch super stressig, dann neben der normalen Infokarte dann noch diese Infokarte einzufügen, dann nochmal die Matches durchzugehen. Welche nehme ich jetzt mit rein? Welche waren doch zu schlecht? Das ist halt einfach, also ich weiß nicht, sorry, aber da würde ich dann trotzdem sagen, lassen wir das lieber. Es sei denn, es wollen ultra viele Leute haben, dass ich mir dann noch diesen extra Aufwand mache. Dann werde ich mal drüber nachdenken, aber schreibt das gerne in die Kommentare. Match of the Week Abstimmungen, keine Ahnung. Ich glaube, das braucht es nicht. Aber gut, Björn. Moment of the Week war auf jeden Fall, dass Goldberg sich selber eingetragen hat auf die Liste. So. Goldberg makes the list. Oder Goldberg just made the list. Was war besser?
Björn Raw oder SmackDown? Für was würdest du rechts oben abstimmen, wenn du Zuschauer wärst und in die Infokarte klickst? Ich würde für War abstimmen, obwohl War auch nicht besonders toll war. Aber ich meine, da hatten wir halt noch ein bisschen mehr Star Power dabei und ein bisschen mehr Relevanz als. Ich meine, SmackDown war halt eine Go-Home-Show und dafür war es halt jetzt auch. Ich meine, da passiert halt eh meist nicht mehr so viel bei einer Go-Home-Show und war halt nichts Besonderes. Von daher würde ich meinen Punkt an War geben, aber nicht, weil die Sendung so toll war, sondern einfach nur, weil SmackDown halt auch nicht wirklich stark war. Da überlege ich nämlich gerade, also ich fand SmackDown wirklich stärker tatsächlich, weil ich viel weniger auszusetzen hatte. Also es war zwar, also Raw war durchaus auch unterhalten teilweise, beziehungsweise gab es halt auch einige gute Weiterführungen, aber SmackDown hat mir insgesamt als Show besser gefallen. Bin auch sehr gespannt, Ja, was dieses Mal. ich tue den ganzen 2-of-5-Blödsinn und sowas schon gar nicht mehr zu War 10, deswegen bin ich ja wahrscheinlich mehr auf der War-Seite, also weil ich das schon quasi ausschließe und sage, okay, das ist zwar in der Show, aber das ist halt wie ein Werbeclip mehr, der läuft. Die Cruiserweights, die. Lass sie, das ist unfair, was du da machst. Ja, weiß ich. Es tut mir echt leid, vor allem ich als mittlerweile Indie-Fan müsste das ja echt total feiern, aber nicht so. Gut, Björn. Aber langsam können wir dann diese Review, denke ich, auch beschließen. Vielen Dank, dass ihr hier am Start wart, dass ihr hier dabei wart und zugehört habt. Das war natürlich wieder super diese Woche und dann auch gerne nächste Woche wieder beim Raw vs. SmackDown Rückblick zu beiden WWE-Wochenshows. Außerdem kommt am Samstag die Elimination Chamber Vorschau, am Montagmorgen die Live-Review zum Pay-Per-View und damit gehen wir dann quasi immer weiter voran auf dem Weg zu WrestleMania. Björn, noch irgendwas loszuwerden? Nö, außer schönen Gruß an alle Zuhörer, alle, die bis jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, diese langen, langen Podcasts. Aber dafür ist ja ein Podcast auch da, ja. Also nicht über die Länge meckern, sondern seid froh, dass wir euch so viel liefern. Und ja, danke fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.